Herr unser Gott, du hast uns an deinem Tisch mit neuer Kraft gestärkt. Zeige uns den rechten Weg durch diese vergängliche Welt und lenke unseren Blick auf das Unvergängliche, damit wir in allem dein Reich suchen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde in Ried, wow, haben Sie schon mal so etwas erlebt? Nein. Für mich war es die erste Altarweihe und es war wirklich eine eindrucksvolle Feier, was ganz Besonderes. Und lieber Herr Bischof, ich danke Ihnen für diese würdevolle, sehr schöne Feier. Und ich fand es vor allem sehr mitbrüderlich und angenehm, hier vorne mit Ihnen zu feiern. Sie haben immer wieder den Ministranten ein kleines Dankeschön gesagt, gelobt oder auch einfach diese Feier so begleitet. Es war sehr, sehr schön. Vielen Dank, Herr Bischof. Vielen Dank. Danken, die diesen Gottesdienst vorbereitet und mitgestaltet haben. Ich nenne niemanden namentlich, nur eine Person, nämlich unsere Mästerin, die Frau Turner. Die hat mehrere Nächte nicht mehr geschlafen. Sie hat es ganz wunderbar vorbereitet. Beim Herrn Stark weiß ich nicht, ob er gut geschlafen hat. Denke schon. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Mitglieder der Vereine, liebe Vertreter des öffentlichen Lebens, Sie sind jetzt sehr herzlich eingeladen ins Hesselower Schlösschen, um sich zu stärken bei einer Gulaschsuppe, um einander zu begegnen, ins Gespräch zu kommen. Und wir werden dann auch noch einige Worte hören von unserem Oberbürgermeister, von unserem Landrat und von unseren ausführenden Künstlern, dem Architekten Herrn Beck und unserem Künstler Herrn Hoppe. Ich lade Sie sehr herzlich ins Hesselower Schlösschen ein. Fahren Sie einfach rüber, kommen Sie noch ein bisschen mit an diesem schönen ersten Advent.